Liebe Zuschauer, hätten Sie nicht auch mal wieder Lust auf ein richtig tolles Abenteuer? Zum Beispiel campen oder wandern auf die Berge oder mit dem Rad unterwegs. Da kann man so richtig schön viel erleben. Nur eins sollte nicht fehlen, das ist nämlich lebensnotwendig und lebenswichtig vor allen Dingen, das kann Leben retten, nämlich das Handy. Aber viele sagen dann, oh, das ist mir nicht so recht, ne? Handy kann schnell kaputt gehen und es kostet ja heutzutage auch eine Menge. Da schaffen wir Abhilfe. Und wie machen wir das mit Kai? Der verrät uns nämlich, wie das geschieht. Sie können den Kai nämlich einfach mit auf die Radtour nehmen. Genau, danke Anne. Liebe Zuschauer, Outdoor, heute draußen unterwegs sein. Sie haben heute ein Smartphone und Sie wollen irgendwie ein bisschen was unternehmen, fahren in die Natur raus. Ihnen fällt Ihr Smartphone runter. Der Teufel ist los. Ja, definitiv. Kaputt. Sauteuer, die Dinger. Mhm. Geht heute ganz anders. Und zwar haben wir, ich stelle Ihnen heute zwei schöne Handys vor. Und wir haben als allererstes mal hier unser wunderschönes, kleines, wasser- und stoßfestes Outdoor-Handy, was sich eben dadurch auszeichnet, dass wir einen sehr zähen Schutz außenrum haben. Das heißt, ich kann das also wirklich auch mal runterfallen lassen, das Handy, ohne dass was passiert. Okay. Und wir haben hier eigentlich alle Funktionen, die ich brauche. Es ist ein SIM-Lock-freies Handy. Das heißt, du kannst heute mit jedem Kartenvertrag, mit jeder SIM-Karte, die du hast, da reingehen, ob sie jetzt einen Prepaid haben oder ob sie einen normalen Vertrag haben. Das heißt, wenn ich ein passendes Kärtchen zu Hause habe, kann ich sofort los telefonieren sozusagen. Klasse. Und das Ganze ist ja, also was ich so toll finde, wenn ich das Handy jetzt mal umdrehe, was ich in meiner Hand hier befindet, das machen wir jetzt auch mal. So. Das ist nämlich, ein absolutes Top-Produkt. Das hatten wir nämlich schon mal vorgestellt und dann lief das super. Das war sofort ausverkauft. Das ist nämlich ein Solarpanel. Das heißt, das lädt sich über unsere liebe Sonne. Liebe, liebe Sonne, schein ein bisschen runter, lass den Regen oben, wir wollen dich auch loben. Ja, jetzt habe ich mein Stimmchen geölt. Nein, das ist nämlich richtig klasse. Man braucht hier keinen, noch irgendwelche zusätzlichen Kabel mitnehmen, Kabellage, weil häufig hat man ja auch unterwegs gar keinen Anschluss. Kein 12-Volt-Anschluss oder keine Steckdose, genau. Wenn ich das wirklich jetzt für einen Bereich Outdoor, es gibt ja Leute, die heute sagen, ich möchte mal übers Wochenende in den Tipi mal schlafen, ich mache Erlebnis. Es gibt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es total schöne Ecken, wo ich den ganzen Tag paddeln kann, dann im Tipi auch richtig schlafe, so Survival-Sachen. Genau. Und wenn ich da dann einfach sage, dass ich mir für kleines Geld einfach ein Outdoor-Handy hole, was eben nicht kaputt gehen kann, finde ich das super, weil es hat noch eine sehr lange Standzeit. Aber das Tolle ist eben, dass Sie jederzeit, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob der Akku heute den ganzen Tag noch hält, dann legen Sie das in die Sonne und es lädt sich einfach wieder auf. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ja. Es unterstützt definitiv einfach die Akkuleistung, also zum Unterstützen, sagen wir mal so. Genau. Es lädt nicht voll auf, es unterstützt, aber auf jeden Fall hält es. Ja, ich fahre ja dann schon aufgeladen, fahre ich sozusagen los und dann kann ich das nur unterstützen mit der Sonne. Also ganz es ist sozusagen unverwüstlich, unser Handy. Ist es das auch, ist stoßfest, wie staubdicht, wasserdichtes Gehäuse, also da kann kommen, was will, auch wenn jetzt mal überraschend ein Regenguss kommen sollte oder Sie fahren mit dem Fahrrad mal ganz spontan in die Wüste in die Sahara. Genau. Auch das macht zum Beispiel nichts, ne? Nö, überhaupt nichts. Weil, wie gesagt, es ist stoßfest, es ist kratzfest, es ist wasserfest und dementsprechend natürlich auch staubgeschützt durch seine ganze Technik, die drin ist. Und wie das Ganze funktioniert, das können wir ja eigentlich mal zeigen, oder? Stimmt, ja, genau. Wir haben ja mal was Kleines vorbereitet für den Schauen wir doch einfach mal. Guck mal in den Film rein, wie das aussieht. Und das ist jetzt die Daria. Und die zeigt uns jetzt mal, was man mit diesem Handy machen kann, ohne dass was passiert. Das arme Handy. So, und was man jetzt wahrscheinlich gleich hört, gucken Sie mal. Das klingelt. So, dieses Handy ist gerade eben aus 2,5 Meter Höhe in eine Wasserlache gefallen und klingelt und funktioniert und arbeitet. Das zeigt einfach mal, wie robust dieses Handy ist. Und es ist auch nachts natürlich super bedienbar, weil ich nämlich ein hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld habe. Was auch wichtig ist, dann habe ich die Signalfarbe, dieses Gelb-Schwarz. Das heißt, es ist wirklich auch PVB. Genau, das ist ein klassisches Fußballhandy. Ja. Ich sehe es auf jeden Fall auch. Das heißt, wenn ich es irgendwo liegen lasse, ist es viel schneller zu finden als heute ein normales schwarzes Handy. Und das ist eben auch sehr schön. Wie gesagt, hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld mit dabei. Ich habe ein Radio mit drin. Ich habe einen Kopfhörer komplett mit dabei. Ist also wirklich eine Sache, wo ich sage, als Haupthandy würde ich es jetzt nicht nutzen, wenn ich heute Anwendungen wie zum Beispiel E-Mail und solche Sachen auch habe. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich will am Wochenende weg, ich möchte mein Smartphone schonen, ich weiß, ich gehe zum Rafting, ich gehe in die Berge, ich mache Trekking, ich bin mit dem Mountainbike unterwegs. Du bist ja auch so ein Verrückter, ne? Du bist ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Genau. Du hast ja auch ein richtig tolles Fahrrad. Das stimmt, Und das will man natürlich auch ausnutzen und da muss man natürlich sich auch überall schützen. Ne? Unterwegs, es kann ja immer mal was passieren, muss man so mal sagen. Ist es, und da ist es so ganz wichtig, dass Sie immer Ihr Handy mit dabei haben. Handy finde ich heute eben auch ein riesengroßes Sicherheitsargument. Wenn wirklich was passieren sollte, dass man im Falle der Fälle dann doch eben noch jemanden anrufen kann oder jemanden erreichbar kann oder erreichbar ist natürlich auch. Aber
in dem Fall ist es hier wirklich für ganz kleines Geld ein absolut robustes, schönes Outdoor-Handy, was eben, wie Sie es gerade gesehen haben, auch sehr strapazierfähig ist. SIM-kartenfrei, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ich bin auf keinen Vertrag wirklich gebunden und habe eben oben noch eine kleine Taschenlampe mit drin. Das heißt, ich habe so ein richtig kleines Outdoor-Handy, was ich eben abends auch mal verwenden kann, wenn ich jetzt den Reißverschluss vielleicht vom Zelt nicht finde oder so. Und kann aber wirklich auch sagen, ich könnt auch drüber latschen, auf Deutsch gesagt. Ich wollte gerade sagen, aus welcher Höhe könnte ich das dann jetzt fallen lassen? Ich würde mal sagen, bis fast 2 Meter kannst du es ohne Probleme fallen lassen. Das hält es locker durch, weil ich eben hier, es ist ja auch ein bisschen so ein Verwandlungskünstler, weil, liebe Zuschauer, wenn Sie es ein bisschen designt haben wollen, dann können Sie nämlich, das ist ein bisschen schwierig, aber dann kann ich die Hülle abmachen. Dann haben wir wieder ein klassisches, kleines, schwarzes Handy, was auch sehr schick aussieht. Und ich finde es einfach toll. Cool. Natürlich vorne auch der Menüknopf, schön gelb, gut zu sehen. Ist von den Tasten her auch so groß, dass ich also wirklich auch mit Handschuhen es gut bedienen kann. Einfach nur klasse. Insofern ist es wirklich für alle Leute, es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel Hundeschlittenrennen fahren oder mit Hundeschlitten unterwegs. Es gibt ja Leute, die heute so viele Hobbys. Genau. Und dazu sind eben gerade solche Handys extrem klasse, weil sie eben stoßsicher sind, weil sie spritzwassergeschützt sind und. Aber was brauche ich noch, wenn ich unterwegs bin? Eine Taschenlampe, man weiß ja nie, was kommt. Ganz genau. Aber natürlich möchte ich auch unterwegs ein bisschen Spielvergnügen haben, Rechner, Wecker, das ist ja alles gegeben, können Sie alles machen. Alles, aber ich finde das richtig klasse mit der Taschenlampe, ne? Wenn man gerade wenn man zeltet und man muss nachts mal Pipi machen, dann kann man sich den Weg leuchten durch den Wald. Also klasse, wie viele Extras das Handy hat und dann die Hauptfunktion, die ist ja schon richtig klasse. Also auch mein Vati, der ist ja so begeisterter Radfahrer wie du, der ist auch so verrückt, der fährt dann mal über eine ganze Woche zum Brockenradl dahin oder mal in die Schweiz. Das ist natürlich richtig toll. Und ich kann ja hier auch von allen Ländern aus telefonieren, ne? Ist ja auch kein Problem. Genau, es ist ein Dualband-Handy, also kann von den meisten europäischen Ländern aus telefonieren, das auf jeden Fall. Und sollte es einem in der Natur wirklich mal richtig langweilig werden, dann habe ich generalerweise eben noch Radio und Spiel mit drin. Und wenn ich natürlich berechnen will, wie lange ich jetzt noch irgendwo hin muss, habe ich eben den Taschenrechner auch als Funktion mit dabei. Also es ist schön ausgestattet, es hat die wichtigsten Funktionen, es hat sinnvolle Funktionen eben auch, dementsprechend jetzt mit der Taschenlampe und ist ein extrem robustes Handy, was eben wirklich für kleines Geld, ich würde es Ihnen so empfehlen, wenn Sie am Wochenende Ihr Smartphone schonen wollen, Sie haben was vor, wo es ein bisschen rüder zugeht, nehmen Sie sich das Handy, weil dann kann gar nichts passieren. Ja, ich habe aber noch was für dich vorbereitet. Welche Hand möchtest du? Die in der Mitte, nee, ich nehme die rechte. Das ist aber links. Also von dir aus gesehen ist es links, von mir aus gesehen ist es rechts. Gut, dann kriegst du die. Oh, die Kamera hat gesehen, dass ich Beschmuh gemacht habe. Ich habe geschummelt. Was ist denn das Tolles? Das ist jetzt eigentlich unser absolutes Survival-Handy. Das ist jetzt das eins größere, liebe Zuschauer. Da haben wir jetzt 1000 Funktionen drin, die echt extrem wichtig sind. Ja. Und zwar ist das jetzt wirklich ein Handy, wo ich einen Laserpointer dabei habe. Ich habe eine Taschenlampe drin. Ich habe eine Wettervorhersage drin. Sie sehen, wo das hingeht. Ein Wetterfrosch, genau. Cool. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bergen bin, in den Bergen wechselt das Wetter ja extrem schnell. Ja. Das kann ja innerhalb von einer halben Stunde zuziehen. Und man möchte einfach mal wissen, ja, wie sieht es denn mit dem Wetter die nächsten 2 Stunden aus? Geht man die eine Wand noch hoch oder nicht? Kann ich dementsprechend meine Wettersituation auch über das Handy abrufen. Wir haben einen Kompass mit drin. Nein, das wäre ja was für unseren Walter, ne? Genau, Kompass ist immer klasse. Und hier haben wir aber auch noch die Möglichkeit, dass wir eben mit diesem Handy auch noch ins Internet gehen können. Das heißt, das ist voll internetfähig. Sie sehen eine Riesenausstattung. Also kann ich jetzt auch, wenn ich unterwegs bin und sage, ich bin ein Geschäftsmann, kann ich auch da meine E-Mails lesen? Ja, natürlich. Cool. So ist es. Wenn der Geschäftsmann sozusagen outdoor sitzt und trotzdem E-Mails abrufen will und aber eigentlich nicht will, dass irgendwas kaputt geht, dann kann er das mit dem Handy machen. Und auch dazu haben wir einen Film vorbereitet. Oh ja. Weil ich nämlich mal zeigen möchte, was dieses Handy aushält. Das gucken Sie sich jetzt bitte mal an, weil das ist eigentlich schier unglaublich. Oh nein, das Handy! Doch. Zweimal mit den Reifen drüber und wir sind auch absichtlich langsam drüber gefahren. Und liebe Zuschauer, Sie werden es gleich sehen, es klingelt. Oh ja, also ich würde sagen, Test bestanden. Test absolut bestanden, weil wenn so ein Auto da drüber fährt, dann ist auf dem Reifen circa doch 250, 300 Kilo Belastung, je nach Autogröße, also teilweise heute noch mehr. Es ist ein Dualband-Handy, das heißt, es ist in den meisten europäischen Ländern eben zu nutzen. Und es ist vertrags- und SIM-Lock-frei, wie unser erstes auch, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil ich sofort Startklar für jede SIM-Karte bin. Staub, Stoß und wasserfestes Gehäuse in Schwarz-Gelb, auch wieder in diesen Signalfarben. Und oder wie eine Maya-Farben. Wie eine Maya-Farbe, genau. Oder Willi, Sumse-Brumse. Ne? Wir haben ein exzellentes 2 Zoll Farb-TFT-Display mit dabei. Und ich zeige Ihnen jetzt hinten mal, so sieht hinten der digitale Kompass aus. Der ist hier oben, der zeigt mir Norden, Westen, Süden, Osten an. Aha. Und je nachdem, wo ich hin möchte, habe ich dann die volle Übersicht,
wo muss ich lang gehen nach Karte. Also. Und das ist jetzt wirklich ein Outdoor-Handy, wo ich sage, super genial, auch hier haben wir Kopfhörer mit dabei, es ist Radio mit drin. Ich habe jetzt alle Tasten, die ich zur Funktion brauche, sind unter dem gummierten Überzug unterlegt. Das heißt, ich zeige das jetzt mal in die Kamera, vielleicht können wir es einfangen. So, jetzt mache ich als allererstes mal den Laserpointer an. Sehen Sie den? Den sehen Sie. Da ist er. Mit dem Laserpointer. Damit haben wir früher mal die Lehrer geärgert mit so einem Laserpointer, ne? Und genau. Wenn er sich dann umgedreht hat, war es natürlich keiner. Ganz genau. So, dann haben wir hier als nächstes die Taschenlampe mit drin, die Sie auch sehen. Und die ist natürlich super hilfreich. Hell, ne? Ja, klar, die macht richtig. Das ist eine LED-Tasche, also ein LED-Licht. Ist natürlich auch stromsparend. Kann ich eben für an- und aushalten. Dann habe ich hier noch. Das ist schön unter Gummierung versteckt, dass ich sozusagen jetzt hier, das geht auch schwer auf, das ist absichtlich, ist weil ja eben der Wasserschutz ist. So, dann habe ich jetzt hier meinen Mini-USB-Kopfhörereingang mit und oben drüber habe ich noch Laut- und Leise-Tasten. Das heißt, alles, was ich von den Bedienfeldern habe, ist dementsprechend unter der Gummierung und eben auch spritzwassergeschützt. Und hier hinten auf der Klappe sehen Sie die beiden Entriegelungen hier unten, das ist eben auch nochmal innen drin gummiert, dass da ist der Akku drin, da kommt die SIM-Karte rein. Okay. Und dann ist das dementsprechend wirklich für den Outdoor-Bereich absolut voll funktionstüchtig. Ich finde, es sieht auch sehr schick aus. Das sieht klasse aus. Komm, lass uns den Film einfach nochmal anschauen, weil ich kann das gar nicht glauben, dass doch, man das ist aber so. Über ein Handy mit einem Auto drüber fangen. Das will noch genau nicht meinen so ist Kopf. Es. Komm, lass uns den Film mal anschauen. Das ist einfach mal richtig grob, weil wir wollen ja einfach mal zeigen, was diese Handys wirklich aushalten. Und das ist jetzt eben der Beweis dafür, dass es ohne Probleme mal aus einem Meter, 1,50 Meter auch mal runterfallen kann. Weil ein Handy, was jetzt noch klingelt, wenn ein Auto drüber gefahren ist, genau, da ruft die Mutti an. Das kann ich. Geht's dir auch gut. Ja, also ist jetzt wahrscheinlich die Frage, weil irgendwie so, wenn man dann weiß, die Kinder sind dann im Outdoor-Urlaub, ne? Ja, na klar. Mal lieber anrufen. Und wenn man dann doch irgendwann Base-Jumpen oder irgend sowas macht und das ist, also ich finde es einfach klasse, weil ich eben Kompassfunktion und alles mit dabei habe, meine E-Mails abrufen kann. Ist ein tolles Handy, sind beide tolle Handys. Ist jetzt natürlich die Frage, je nach Anspruch. Wir haben, das, wie gesagt, das Internet hier ist komplett über GPS integriert. Wir haben einen integrierten WAP 2.0 Webbrowser mit dabei. Datenaustausch geht via Bluetooth 2.0, also aktuell oder auch USB. Wir haben eine Speichererweiterungsmöglichkeit mit dabei, dass wir sagen, Steckplatz für eine Micro-SD-Karte bis 16 GB ist drin. Das heißt, ich kann auch noch eine ganze Menge Musik letztendlich mit draufziehen. Dann nochmal Kompass, Höhenmeter, Barometer, kommt auch noch, das habe ich ganz vergessen, das Barometer noch mit dabei, Thermometer. LED-Taschenlampe mit dabei. Wahnsinn. Weitere Extras haben wir noch, Laserpointer habe ich Ihnen gerade gezeigt, das UKW-Radio, den MP3-Player, wie ich eben gerade sagte, mit der 16 GB SD-Speicherkarte, ein Videoplayer sogar, das heißt, ich könnte letztendlich mir aus dem Netz auch Videos runterziehen, YouTube, alles was da so ist. Soundrecorder, ganz genau, und das eben auch noch robust und der Soundrecorder ist zum Beispiel auch dazu da, wenn ich sage, ich möchte mal irgendwelche Informationen mal aufnehmen, also wie so ein Voice-Recorder mit einem Diktiergerät. Und wir haben, und das ist auch ganz wichtig, einen ultrastarken Lithium-Ionen-Akku hier in dem Handy drin, 270 Minuten sprechen oder, und jetzt halten Sie sich fest, 450 Stunden Standby. Wow, das ist eine Menge. Das heißt, ich kann eigentlich mit einer Ladung komplett 14 Tage Urlaub ohne Probleme überstehen. Ich stelle mir auch gerade so einen schönen Snowboard-Urlaub vor oder Skiurlaub. Super. Da kann man ja immer mal hinfallen. Also eigentlich, da ist es eigentlich schon vorprogrammiert. Oder zum Beispiel, wie nennt man das, Schlittschuhe oder Inlineskates. Also bei mir passiert da immer eine Bruchlandung, weil ich nicht so richtig kann. Und wenn ich das in meiner Hosentasche habe, also mein Smartphone wäre natürlich sofort hin, also das könnte man dann vergessen, aber hier, das ist eine klasse Sache, das kann ruhig runterfallen, da kann Regen kommen, da kann Staub kommen, da kann kommen, was will, das macht Ihrem Handy gar nichts mehr aus. Und deswegen schützen Sie sich immer, die Gesundheit geht vor, ist ganz klar, ist ganz wichtig. Das stimmt wohl, und wenn das dann natürlich noch so ein super klasse Gerät ist, also dann weiß ich auch nicht mehr, was es da noch zu überlegen gibt. Wir haben ja noch ein bisschen Ausstattung dabei. Ah, erzähl mal. Inklusive Akku, inklusive Knopfhörer, inklusive Netzladegerät und inklusive USB-Kabel. Das heißt, Sie kriegen das rundherum sorglos Paket nach Hause, liebe Zuschauer. Absolut robust. Die große Version mit Kompass, mit Barometer. Das ist zum Beispiel, das ist eigentlich so ein Gerät, wo ich sage, das ist echt auch für Bergsteiger hochinteressant. Ja. Weil du eben, wie gesagt, über das Barometer Luftdruck sehen kannst, Thermometer und eben auch die Wettervorhersage kriegst und mit dem Kompass. Das heißt, Sie wissen genau, wo Sie hin müssen. Insofern, tolle Sache. Also, liebe Outdoor-Fans, seien Sie vernünftig, schützen Sie sich, achten Sie auf Ihre Gesundheit, das ist ganz wichtig. Und ich würde jetzt ganz schnell zum Hörer greifen und sich so eins reservieren. Rufen Sie jetzt an. Bestellen ohne Risiko. Die ganze Welt des Teleshoppings, das ist Pearl TV. Heiße Preise und beste Qualität. Bei uns macht Einkaufen richtig Spaß. Entspannt bestellen, einfach von zu Hause aus. Pearl TV.